Wagner Haushaltgerät in Brattelen ist seit über 35 Jahren das Fachgeschäft in der Nordwestschweiz für Waschmaschinen, Tumbler, Eiskästen, Tiefkühler, Geschirrspüler, Koch- und Backgerät und für Staubsauger. Ein Putzteufel geht ins Internet, wo es 8 die besten Miele-Staubsauger hat, Buschsäck, ein super Service, dann hey jo, an der Schlossstrasse Brattelen bei Wagner und Co. Die sind auch noch nach dem Kauf für Sie da. So ist es an dem oben in der Gärtnerei Alemann in Witterswil zu und her gegangen. Nicht nur ein oben ist es so gewesen, sondern zwei oben. Und man kann sprichwörtlich davon ausgehen, wenn die Feuerwehr in Witterswil auf der Strasse rumsteht und Auto einweist, dann muss es nicht zwingend brennen, sondern dann ist in der Gärtnerei Alemann wieder irgendein tolles Event am Laufen. Hey, da wird es einfach üblich. So geschehen, eben wie gesagt, auch an diesem Wochenende. Und es war eine helle Freude gewesen. Wir haben gesehen, wie ganz viele Leute den Weg hierher gefunden haben, ohne dass sie jetzt extra wegen den Blumen gekommen sind. Aber die Stimmung, die sich hier innen verbreitet hat, war einfach sensationell gewesen. Apropos Stimmung, wir haben uns Zeit genommen und sind in dieser Woche einmal am Morgen früh, um 6:30 hierher gekommen und sind schauen, wie sich denn das mit den Schnittrosen genau verhalten. Und ich habe mir dort müssen berichten lassen. Am besten dann, ich muss am Morgen früh aufstehen. Und jetzt gehen wir mal rein schauen. Ein riesiges Meer von Rosen haben wir angetroffen. Eins von den ganz wenigen Orten hier in der Region, wo die Rosen wirklich noch selbst gezüchtet werden. Rolf, Schnittrosen, immer eine Passion gewesen? Oder warum hast du dir das ausgesucht, dass du wirklich so hinter diesen Rosen stehst? Ja, das ist natürlich von meinem Grossvater her, über meinen Vater zu mir weiter gedreht worden. Seit ich ein kleiner Bub bin, bin ich in den Rosen gestanden. Jetzt, was gibt es denn zu den Schnittrosen zu sagen? Es ist ja nicht, wirklich nicht das Gleiche wie die, die man sonst im Garten draussen hat. Ja gut, eine Schnittrose hat andere Ansprüche. Also eine Gartenrose muss mal eine gute Robustheit haben, nicht gegen Krankheiten empfindlich sein und eine gute Winterhärte haben. Und bei einer Schnittrose, dort ist es natürlich wichtig, dass sie lange, starke Stiele wachsen lässt und dass man von der Haltbarkeit, wenn man die Rose schneidet, dass man sagen kann, die hält 10 Tage in der Vase. Das sind sicher Ansprüche, die man an eine Gartenrose so nicht stellen kann. Du hast gerade die Haltbarkeit angesprochen. Jetzt, wie geht man denn vor? Wann schneidet man sie denn am besten? Und wie tut man sie denn weiter behandeln, bevor sie zum Kunden geht? Also allgemein Schnittblumen, auch wenn Leute daheim im Garten Schnittblumen oder Rosen schneiden, ist der Morgen. Am Morgen früh ist der richtige Zeitpunkt. Am Morgen früh sind die Zellen von den Blättern und von den Stielen prall gefüllt mit Wasser. Und die Pflanze wächst natürlich auch über die Nacht. Also sie reift und wächst in der Nacht. Jetzt ist ja bei dir ein ganz berühmter Marsch eigentlich am Rosenschneiden immer dran, der José. Ja. Wie ist denn das? Wie findet er heraus, dass jetzt die Rose wirklich reif ist? Gibt es da gewisse Trick oder ist das einfach Erfahrung? Gut, Rosenschneiden, das ist eine schwierige Arbeit. Also das können bei uns im Betrieb ganz wenig gut machen. Das heisst, Rosen müssen spüren. Man muss sie spüren und man muss sie gerne haben. Und der José ist natürlich 7 Tage bei uns im Betrieb. Am 17:45 kommt er am Morgen an, mit dem Tram von Basel zu uns raus. Und von dann an schneidet er Rosen bis am 9. Was muss man speziell jetzt achten, wenn man die Rosen zu sich heim nimmt? Ich meine, ich sehe immer wieder, man schneidet sie an. Schneidet man sie irgendwie an oder muss man dort dann auch schauen? Also, wir schneiden die Rosen hier in den Kulturen mit der Schere, also mit der Rosenschere.
Das ist eine Schere, wo, wenn man die Rose schneidet, wenn man sie so schneiden tut, dann, wenn ich sie jetzt hier abschneide, dann sieht man, dann steht die in der Schere drin, oder? Dann von hier geht sie direkt führen in einen Wasserkessel und von dort mit dem Wägel führen in den Sortierraum und dort wird sie der Länge nach sortiert. Qualitativ, ob sie schön offen ist, ob sie nur reif ist, ob sie keine Flecken hat. Und von dort an geht sie dann in den Kühlraum. Und zwar geht sie dort eine Nacht mit Frischhaltemittel, geht sie eine Nacht in den Kühlraum. Und erst am nächsten Tag geht sie dann bei uns im Verkauf. Und im Verkauf, wenn dann die Rosen im Verkauf geht, dort ist dann wichtig, wenn man sie den Längeweg nachher anschneiden tut. Thema Wasser, glaube ich, ist ganz wichtig. Also ich bin jetzt langsam unsicher. Ich habe schon gehört, man nimmt lauwarmes Wasser, um sie zuallererst einstellen oder doch nicht. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Sache, oder? Ja, da gibt es verschiedene Märchen, sage ich mal. Nein, folgendes. Unsere Rosen sind frisch von hier. Die werden frisch geschnitten. Die sind nicht verholzt und nicht vertrocknet. Und die Rosen, die wir schneiden, das ist ganz wichtig, dass man sie sofort in Kiels sauberes Wasser stellt. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, es war noch ein anderes Stichwort, sauberes Wasser. Ich habe nachgelesen, dass es auch ganz wichtig ist, dass die Vase absolut rein sein muss. Sonst ist die so angreifbar. Gut, in der Vase können sich natürlich in der Ritze und Decken Bakterien ansiedeln. Oder? Und die bringt man eigentlich auch mit dem besten Reiben nicht weg. Also wichtig ist, dass man die Vase von Zeit zu Zeit mit Schavelwasser richtig desinfizieren tut. Und dann kann man die Rose wieder einstellen. Das Frischhaltemittel, das wir mitgeben dazu, das hilft, dass eigentlich das Wasser und die Rose, dass die Qualität des Wassers, dass die gut bleibt nachher. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Vase sauber ist. Jetzt gibt es noch ganz etwas anderes, was nämlich praktisch niemand weiss, ist, gehört diesen Rosen neben einer Obstschale? Gut, wenn man sie neben einer Obstschale, also zum Beispiel neben einem Apfel oder neben Bananen stellt, dann produziert die Schale natürlich, das Obst produziert Ethylen und Ethylen, das Gas, das hilft natürlich, dass die Früchte oder hier jetzt die Rosen schnell reifen. Und reifen heisst auch altern, das ist klar. Also wenn man zum Beispiel die Rosen neben Obst stellen, heisst das, dass sie schneller verblüht sind. Was macht man denn, wenn die Rose lampt? Wenn man sie schon nach zwei Tagen oder so, ist vielleicht zu warm geworden, sie fährt davon lampen, hat man dann noch Chance, das Teil nochmal zu retten? Also wenn es eine qualitativ gute Rose ist, dann ist es wichtig, dass man sie nochmal gut frisch anschneiden tut mit einem scharfen Messer und dass man sie über die Nacht noch einmal an einen kühlen Ort stellt. Ja, wie viel muss man sie denn frisch anschneiden? Also wenn bei uns jemand Rosen kauft und wir die angeschnitten haben und wir packen die Schnittstelle immer feucht ein bei uns in einem Plastiksäckchen und die Schnittstelle darf nicht eintrocknen, wenn die Schnittstelle immer picobello frisch bleibt, oder, dann müssen wir sie nicht mehr anschneiden. Okay, jetzt kommt man also zu dir und sagt, ich will eine Rose. Es gibt ja nicht nur eine Rose. Erzähl mir doch mal ein bisschen etwas über die verschiedenen Sorten, die ihr hier pflegt. Ja gut, wir haben hier bald über 30 Sorten im Angebot. Wir haben Sorten, die wir mehr im Winter im Angebot haben und wir haben Sorten, die wir mehr im Sommer im Sortiment haben. Es ist natürlich bei uns ein wichtiger Punkt, ist natürlich auch, dass sie genug wachsen, oder? Wir haben natürlich Sorten, die im Sommer besser wachsen als im Winter. Und wir haben das Gegenteil, wir haben Sorten, die im Winter besser wachsen als im Sommer. Und das heisst, die Qualität ist dann auch viel besser. Also wir haben Sorten, die im Sommer die Qualität besser ist und im Winter schlechter. Und umgekehrt, wir haben Sorten, die im Winter qualitativ und auch die Haltbarkeit viel besser ist. Also man kann davon ausgehen, man hat auf jeden Fall das ganze Jahr frische Rosen. Bei uns sowieso. Also mit dem, wir haben täglich schneiden wir frische Rosen und die gehen täglich frisch im Verkauf. Also das ist ganz sicher, oder? Aber daneben ist es natürlich auch wichtig, wenn man die Rosen schneidet, dass man schaut, dass dass sie genug reif ist. Also wir haben viele Kunden bei uns, die sagen, oh, die Rosen sind schon zu offen, ich hätte gerne eine geschlossene rein. Und dann sage ich vielmal, schaut, je offener man eigentlich eine Rose schneiden bei uns, umso länger hält sie bei uns.